Willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Runde Rising World. Ihr habt mir geschrieben, ihr wollt eine Straße ganz speziell benennen. Und das ist nämlich die erste Straße und die soll sich nennen Neue Straße. Ja, und natürlich hat der Reperion aus dem Grund Red Street genannt oder Rote Straße, ja, Red Street, weil, ja, dem Entwickler entsprechend gehuldigt wird, wie auch immer, ne? Aber, darum geht es nicht. Ich habe auch noch einen Gast wieder mit dabei für die nächsten Folgen. Und das ist der Kev Game LP. Hallo Leute, ich denke mal, die meisten müssten mich kennen. Ich bin Moderator und ja, ich unterstütze den Dro halt in vielen Dingen. Und jetzt bin ich halt mal wieder dabei. Echt, wie kann er nur? Wie kann ich nur, ne? Echt, wie kann man nur so bescheuert sein und mich unterstützen? So. Frag ich mich auch. Warum, fragt ihr euch bestimmt, warum hat der Dro jetzt schon wieder diesen Kev-Game dabei? Ja, einmal, weil er mich halt unterstützt und ein anderes Mal, um mit ihm ein bisschen über eine Plattform zu sprechen, die ich eben auch schon in einem Livestream angesprochen hatte. Und da wollte ich halt einfach nochmal drauf zurückkommen. Es handelt sich dabei, um player.me. Ich zeig's euch mal ganz kurz hier, so player.me, ne? Eine schöne Seite. Neue Straße und die Obststraße muss ich nochmal umbenennen. Bei player.me ist es so, bei player.me ist es jetzt so, dass ihr müsst euch nicht registrieren, gar nichts, das ist einmal dahingestellt, aber wir haben halt da eine, ja, ich sag jetzt mal, Cortro Community aufgebaut, ja, wo ihr dann zum Beispiel Infos bekommt, wann ich Rising World aufnehme, wann wir, oder was ist bei dem Community-Turnier zu gewinnen gibt und so weiter und so weiter und so weiter. Und das können halt auch geschlossene Gruppen sein, so wie ich das mitbekommen habe. Und dann, je nachdem, kann ich heute dann halt auch Informationen oder der Korti genauso Informationen geben, ja? Genauso auch der Kev, wenn er irgendwas Spezielles macht. Also das ist dann sozusagen ein Zusammenschluss von uns allen als kleine Community. Ja? Der Kev selber hat sich das jetzt noch nicht angeguckt, das soll er aber jetzt, oder kann er jetzt ja mal in der Zwischenzeit machen. Ich mach gerade noch nebenher was anderes. Wie kannst du nur? Mache ich für dich eine Aufnahme. Ach so, das Thema. Ja. Gut, bin ich ja mal neugierig, was er da gleich in dieser Aufnahme... Wieso hat er da einen Notausgang reingemacht? Naja, egal. Ein Notausgang Gesundheit auf der Straße. Neue Straße und... Obststraße. Obststraße. So, neue Straße und Obststraße. Obststraße, neue Straße, erste Hilfe, Notausgangsschild. Hatte ich auch schon mal. Hatte ich auch schon mal platziert. So. Obststraße, neue Straße. Wunderbar. So, dann gucken wir hier mal ganz kurz nach Neues. Also wie gesagt, bei player.me, ihr habt einmal den Vorteil, ihr könnt wirklich dann sehen, bei dem, zum Beispiel dem Troplay, also bei meiner Wenigkeit, ja, ist er am Stream und müsst nicht extra jetzt, sag ich mal, auf irgendeine Stream-Seite gehen. Klar, ihr könnt dann den Chat nicht nutzen von den jeweiligen Stream-Seiten, aber ihr seht halt, dass ich am Streamen bin. Des Weiteren habt ihr die Möglichkeit, auch immer meine aktuellen Videos zu sehen. Das gleiche gilt natürlich auch für die Cortro-Community, wo wir dann halt die Videos von den Livestreams wie Mario Kart 8 oder veröffentlichen. Komm jetzt gerade mal ganz kurz an. Achtung, Account ist recht einfach erstellt. Also Leute, wenn ihr auf die Seite geht, der Account ist ziemlich einfach zu erstellen. Ja. Also das erfordert keine Künste. So, was könnt ihr dann noch da machen? Ja, jetzt habt ihr natürlich, okay, denkt ihr euch, ja gut, hat doch YouTube auch. Richtig, YouTube hat das auch. Das ist richtig, ja, das, aber bis auf diese Livestream-Sache, ne? Das ist halt dann immer so Geschmackssache. Was ihr aber noch zusätzlich habt, ist, ihr könnt dann oben eure verschiedenen Social-Media-Sachen, ja, gerade als Let's Player, reinpacken, ja. Für Let's Player ist es gerade vorteilhaft, weil ihr sagt dann auch zum Beispiel, meine Nintendo-ID ist Trodop, meine Steam-Name ist Troplay, mein, was weiß ich nicht, Xbox-Community oder wie das da alles heißt, oder Xbox Live, keine Ahnung, ist mir scheißegal, ich habe keine Xbox, lautet Hans Wurst. Lieber Hans, falls du das jetzt hörst, nein, das war jetzt keine Beleidigung oder so, ne? Einfach nur, ne? So, als Beispiel, ne? Oder Max Mustermann, so. Damit habe ich jetzt keinen angegriffen. Hoffe ich. Außer es heißt wirklich einer Max Mustermann.
Dann bin ich jetzt am Arsch. Dann wird er mich verklagen. Oh oh. Okay, dann möchte ich sagen, das war eine Schmähkritik. Oh nein. Oh. Okay. Okay. Der war sehr flach. Ja. Genau, dann habt ihr noch die Möglichkeit, eure Spiele, die ihr spielt, gespielt habt oder welche ihr mögt, ja, zu liken. Ja, und gerade das ist der wichtigste Punkt, den ich an dieser Seite finde. Nehmt das von meinem Haus runter. Wenn ihr beispielsweise sagt, ich liebe es, Mario Kart 8 zu spielen, oder ich liebe das Spiel Mario Kart 8, ja, und ihr guckt dann, wer spielt noch alles Mario Kart 8, ja, stellt ihr fest, ah, der Troplay, der Corti LP, vielleicht noch der Kev Game LP, ja, und dann könnt ihr auch genauso Follower-Anfragen stellen und ihr könnt natürlich auch mit uns chatten. Und das bei weitem einfacher als über irgendein Twitch, über Twitch, wenn wir Livestreamen, über Twitter oder sonstige Sachen. Nein, ihr könnt direkt mit uns chatten. Das ist natürlich dann auch die Möglichkeit, die ihr dann dort habt. Ja? Also wir versuchen da in dem Augenblick auch community-nah zu sein. Ja? Der Corti-LP, der ist noch ein bisschen träge, was das Ganze angeht. Das ist aber bei ihm typisch. Neue Sachen probiert er mal ungern aus. Aber manchmal muss man auch offen für Neues sein. So, jetzt renne ich hier die ganze Zeit wie blöd rum und weiß nicht, was ich machen soll. Und der Kev, der guckt sich das immer noch rege an, denke ich mal. Ich erstelle mir gerade einen Account. Und überlege gerade, welchen Namen ich nehme. Kev Game LP? Es ist... Das wird zu einfach. Ja, nein, es geht um was anderes, sage ich dir später. Aber passt schon, ich nehme Kev Game LP, ja. So. Nee, stopp, das ist falsch. Stopp, hier bin ich falsch. Set... Game Type 1. Gut. Kreativmodus wurde aktiviert. Zip. Jetzt gehe ich hier mal runter und baue hier weiter an meinem Gang. Ja, so viel zu Player.me. Wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Mir selber macht es Spaß, da drin rumzusurfen, zu gucken. Und es gibt dort auch viele verschiedene Communities zu verschiedenen Spielen. Und vielleicht wollen wir ja auch da mal so eine spezielle Seite vielleicht machen für diverse Event-Ankündigungen. Kann man auch dann zum Beispiel in der Community machen, ne? Also, wie gesagt, alles ist offen. Und ja, ich würde mich freuen, euch dort begrüßen zu können. Als Freund, kostenlos, wie auch immer. Das kommt dazu, es ist kostenlos, ja? Aber es ist halt komplett auf Englisch noch. Warum noch? Ganz einfach, es ist, wie es im Leben immer ist. Wenn eine große Nachfrage entsteht, so auch zum Beispiel dann aus Deutschland, dann werden sie sich, die Entwickler, dann entsprechend zusammensetzen und sagen, ey, pass mal auf, die Deutschen, die fahren gerade voll darauf ab, auf das Ding, ja, wir sollten da vielleicht doch mal jemanden dran setzen, der das auf Deutsch übersetzt, ne. Klar, dann denkt man sich auch, ja, warum machen sie das nicht gleich schon von Anfang an? Ja, wir Deutschen sind doch eh schon immer so verrückt, was das Ganze angeht, aber, ja, anscheinend nicht. Was den Support angeht, der Support ist wirklich super, super schnell. Innerhalb von 10 Minuten hatte ich immer meine Antwort sofort. Jetzt könnte man sagen, gut, weil da nichts los ist. Aber naja. Und ihr lernt natürlich auch vielleicht neue Let's Player kennen, was natürlich für mich zum Nachteil wäre, aber hey. Vielleicht lernen aber auch andere Leute mich dann kennen. Vielleicht könnt ihr das auch teilen und die Leute interessieren sich dann eher für sowas. Viele, viele Fragen, die da alles ermöglichen, ja, aber ich bin, wie gesagt, immer optimistisch, so gehe ich immer durchs Leben und freue mich, wie gesagt, auf eine tolle Zusammenarbeit dort. Ja. Ich schaue es mir gerade noch ein bisschen an, also ich habe mir jetzt einen Account erstellt, vielleicht hier so ein Live-Eindruck, also ich musste jetzt erstmal einen Kanalbanner hochladen, ein Profil-Picture. Und jetzt bin ich auf der Hauptseite, sage ich jetzt einmal. Jetzt sehe ich halt mein Profil und halt quasi so ein Feed. Also wer Twitter benutzt, kennt das vielleicht, diesen Feed, wenn man Leute abonniert hat oder auch nicht. Das ist halt so ein Feed, da sieht man halt so Beiträge von Leuten. Und man kann dann noch Beam Pro damit verknüpfen, Hitbox, Twitch, Facebook, Twitter. Ja, du kannst ja alles vorlesen, was da steht. Das ist einiges. Das ist einiges. Also du hast ja da oben dieses kleine Plus oben links, ne? Und dort kannst du ja deine ganzen Accounts verknüpfen und da ist wirklich, also Rockstar Accountname, Steam, was hatte ich noch? Capcom, glaube ich, ist auch dabei. Ubisoft. Ich glaube, da ist wirklich jedes bisschen dabei. Battle.net. Also, ihr habt Möglichkeiten für alles. Ja.
Und wenn es nicht da ist, einfach mal schreiben. Es gibt sogar eine API, muss man dazu sagen. Ja, ich wusste, gleich kommt wieder das... hat der das Wort API gesagt? Der hat das Wort API gesagt, oder? Ja, Kev, das habe ich gesagt. API. Finde ich gut. Ja, das heißt also auch für Leute, die da ein bisschen was, ich sag mal, dran rumwurschteln wollen, ein bisschen sich den Style verändern wollen oder so, ne? Schau mal in dein Haus, da ist was und auf Wiedersehen. Hä? Keine Ahnung, was LinkedIn ist. Account. Oh. Achso, nee, ist was anderes. LinkedIn, meinst du? Linked Accounts und Linked By. Ist was ganz anderes. Also, man kann auch natürlich da die Accounts verlinken. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt einen YouTube-Channel hat, dann ist es so, dass meine Videos dann automatisch dann, wenn sie veröffentlicht werden, auch dort veröffentlicht werden. Das gleiche gilt natürlich auch für die Streams. Also das ist einiges und diese Seite besteht auch schon seit vielen, vielen Jahren. Ich weiß gar nicht, warum die nie wirklich groß zur Rede kam in Deutschland oder auch so. Weil die meisten verstehen, glaube ich, den Sinn dahinter gar nicht. Ja, also ich verstehe es halt so, dass man sich da mit anderen Gamern zusammenschließen kann, ohne sein ganzes Privatleben preiszugeben. Ja. Was ich gut finde. Ja. Und, wie gesagt, ganz wichtig, man wird auch nicht mit irgendwelchen Sachen, wenn man jetzt zum Beispiel mal Facebook nimmt, ja, ah, hier, like das, wenn du für Battlefield 1 bist und mach Herzchen, wenn du für Call of Duty bist. Ja, gut. Also sowas gibt es da nicht. Klar, könnt ihr dort auch etwas liken und könnt eure Kommentare abgeben, aber halt alles nur auf Games bezogen. Ja? Man kann es auch ausnutzen, wenn man ein Foto hochlädt, dann mit halt so welchen Sachen. Das ist richtig. Diese Möglichkeit besteht leider so gesehen auch. Aber irgendwann kommen dann die Admins und sagen, nee. Knicken noch ein Abhängen. Permaban. Nö, Permaban nicht, dann wird's halt gelöscht. So, hier hat mir jemand ein paar ich das jetzt hier grad. Fotos gemacht, ja? Also für die Leute, die es interessiert. Das wird jetzt eine große Auflistung. Webseite, Facebook, Twitter, Twitch, YouTube, Hitbox, Google Plus, Steam, PlayStation Network, Xbox Live, Beam Pro, Patreon, Tumblr, auf richtig ausgesprochen, GitHub, Battle.net, ESL Play, kenne ich nicht nochmal, Instagram, Major League Gaming, kenne ich auch nicht, Nintendo Network, Origin, Uplay, X-Fire, Evolve. Kennst du die X-Fire nicht? X-Fire kenne ich auch nicht, ne. Ist das auch eine Streaming-Software? Achso. GOG Galaxy, Mob Crush, Place TV, Raptor, ist das richtig ausgesprochen? Raptor? Rockstar Social Club, Social Club, sorry. Do TV, Soundcloud. Wow. Und ich glaube, das Sortiment wird immer weiter ausgebaut. Ja. Ja, also ihr seht, da ist einiges. Und eine eigene Website kann man hinzufügen, wenn man eine hat. Man kann allgemein auch eigene Sachen einfügen. Darum. So ist es jetzt nicht. Also es ist einiges, was man da machen kann. Ja? Also es ist jetzt nicht schlecht. Es ist jetzt nicht das Ultimative. Aber ich finde für Gamer genau das Richtige. Alles übersichtlich gestaltet. Man müsste theoretisch, müsste man eigentlich bloß einen Link abgeben und hat dann alles auf einen Fleck. Genau. Kannst du mal nach Tourplay gucken. Das mache ich jetzt auch gleich mal. Und natürlich gleich followen. Das geht. Okay. Ja klar, das ist dann... ja. Oben ist dann Follow. Yeah. Dann müsstest du eine Übersicht sehen. Ah ja, ich sehe gerade was. Und du siehst also auch, Videos sind hier aufgelistet. Was ich für Spiele spiele, müsstest du auch sehen. Oder habe. Latest Activities. Dann Videos, also YouTube-Videos sind das, glaube ich. Genau, richtig. Ich glaube, man kann Dailymotion diesmal nicht miteinander verknüpfen. Da fällt es mal komplett raus. Aber was es noch alles da zu entdecken gibt und vieles mehr, das erfahrt ihr in der nächsten Folge durch den KevGame. Ich bedanke mich ganz herzlich bei ihm
Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit ein paar weiteren Infos zu Player.me. Und ich sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö. Schönen Abend oder Tag noch. Und ciao.